soll ich tun? Für den Anfang nur 3 Regeln befolgen. Nummer 1, kein Alkohol. Nummer 2, besorg dir eine Wohnung. Nummer 3, such dir einen Job. Ich warte das nicht. Geh runter zu Gio und check aus, was für Drogen er letzte Nacht an der Tür konfisziert hat. Du willst dir was geben? Das Letzte, was wir jetzt brauchen können, sind glaubwürdige Zeugen. Wenn du eine Chance auf Straffreiheit haben möchtest, dann musst du ihm mit deinem Geständnis zuvorkommen. Hast du das verstanden? Ich weiß nicht, was los mit mir ist. Frau Fischer, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Das Video war eben noch da. Und es zeigt, wie Jascha versucht, mich zu vergewaltigen. Fragen Sie ihn, ich habe es ihm gerade gezeigt. Ines, wovon redest du? Welches Video? Was? Wohin? Wollen Sie mich verarschen? Das Video im Club. Wo Jascha versucht, mich zu vergewaltigen. Ich hab's ihm gerade gezeigt, ich bin doch nicht blöd. Frau Fischer, ich denke, es ist das Beste, wenn Sie jetzt mit diesen Herren mitgehen. Aufs Präsidium, um Ihre Aussage zu Protokoll zu geben. Und um gegebenenfalls Anzeige zu erstatten. Ich versuch's. Lass doch einen Anfang. Du gibst einen Kaffee aus? Klar. Schwarz? Ja. Morgen 2 schwarze Kaffee, bitte. Hey, Daniel. Ja, was zu essen auch? Mhm. Okay, bring ich euch. Danke. Okay, wie geht's los? Deine Entscheidung. Du kennst die Regeln. Kein Alkohol, Wohnung besorgen, Job suchen. Kein Alkohol, Wohnung. Gute Entscheidung. Jeder braucht eine Basis. Wo fühlst du dich sicher? Wo bist du gerne? Freunde, Familie? Spielst du auf Melissa an? Hör zu, vergiss, dass sie mich gebeten hat, dich zu treffen. Lass dich schwer werden. So, bitte? Danke. Daniel, jetzt mal grundsätzlich. Es geht nicht um Melissa Brock oder deinen Vater oder sonst irgendjemanden. Du musst niemandem etwas beweisen. Es geht nur um dich, dass du einen Weg findest, neu anzufangen und aus diesem Scheiß hier rauszukommen. Aus diesem Scheiß hier? Spricht so ein Therapeut. Du hast eine Fortbildung in Street Talk, nämlich besser an die Leute rankommen. Ach. Wie sieht's jobmäßig aus? Ach, schlecht. Ich war IT-mäßig mal ein Ass, aber da bin ich raus. Arbeitsnachweise, Zeugnisse? Nein. Macht nichts. Hör dich um, check Stellenanzeigen, irgendwas geht immer. Hand aufs Herz. Jobtechnisch, der Zug ist auch für mich abgefahren. Alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit jedem Atemzug. Hör's von mir. Sind Sie? Mein Name ist Emma Berger. Ich bin Hauptkommissarin und ab jetzt für Ihren Fall zuständig. Für den Fall? Sorry. Ich weiß, das klingt doof. Aber so reden wir hier. Also, ich kümmere mich ab jetzt um Sie. Ist es Ihr Handy, Ines? Darf ich Ines sagen? Sie hat das Video gefunden? Leider nein. Unsere Techniker haben alles durchsucht. Es war da, ich schwöre es. Und Sie haben es bekommen, als Sie auf dem Weg zu Ihrem Halbbruder waren? Wann verabredet? Ich bin ins Penthouse. Bevor ich oben war, habe ich das Video bekommen. Dann beschreiben Sie mir doch bitte noch mal ganz genau, was Sie in dem Video gesehen haben. Ich war auf Toilette. Club.
allein und völlig fertig. Nein, komm her schon. Angefangen, mich zu küssen. Anzufassen. Ich konnte mich gar nicht wehren. Niemand muss mir was in den Drink im Mix haben. Brauchen Sie ein Taschentuch? Geht schon. Ines, ich muss Sie das fragen. Nehmen Sie Drogen? Frau Fischer, Sie müssen ehrlich zu mir sein. Nur so können wir das Ganze hier aufklären. Nein, keine Drogen. Okay. Ich würde gern einen Bluttest fahren lassen, wenn Sie einverstanden sind. Sie glauben mir also auch nicht? Doch. Ich glaube Ihnen. Sie sind von dem, was Sie mir geschildert haben, überzeugt. Aber um den Fall richtig einschätzen zu können, brauche ich eine toxikologische Analyse. Das Erscher. Hab ich ihn schwer verletzt? Die Kollegen waren bei ihm zu Hause, haben aber niemanden angetroffen. Laut Aussage eines Mitarbeiters am Empfang war ein Krankenwagen vor Ort. Das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Ich hatte nur so Angst. Ich weiß. Ich werde gleich selbst nochmal zu den Brocks fahren. Bis der Sachverhalt geklärt ist, muss ich Sie bitten, hier zu bleiben. Was? Wieso das denn? Sie haben einen Beamten angegriffen. Und eine Straftat zugegeben. Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Das werde ich. Vertrauen Sie mir. Zeugnisse habe ich auch nicht. Ich könnte den Lebenslauf schicken. So gut wie einer. So eine Art Auszeit? Ja. Mach ich. Wiederhören. Ja. Yeah. Bist du dir sicher, dass du nichts essen willst? Ne? Danke. Dafür nehme ich eine Pommes. Was machst du denn hier? Hey. Denk, du bist beim Training. Fällt aus. Kalle hat gerade geschrieben, dass er krank ist. Oh. Sag mal, was liest denn du da? Was schreibst denn du? Stellenmarkt. Du suchst jetzt einen Job? Ich muss mal wieder was auf die Reihe kriegen. Aber ich find's gut. Also, wir müssen nur einen richtigen Job für dich finden. Aushilfe im Baumarkt. Zimmermädchen? Lagerist? Das Problem sind die Papiere. Die fragen alle nach Sozialversicherungsnummer, Steuer-ID und ich habe nicht meine Adresse. Ja, dann nimm doch meine. Und wenn dann Post kommt, dann bringst du sie mir hierher, oder? Nö, dann kriegst du einen Schlüssel. Henning wird sich bedanken. Hallo, du bist mein Bruder. Und außerdem haben wir einen Drucker und WLAN. Das ist ganz schön praktisch, wenn man Bewerbung schreibt. Ernsthaft? Obwohl, wartet mal. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, ja? Ich glaube, man braucht überhaupt keine Bewerbungsmappe, wenn man hier Würste auf den Grill packen will. Ihr habt doch einen Knall. Nee, das ist nichts Neues. Also ziehst du bei mir ein? Und bitte, bitte fang hier an zu arbeiten. Wir brauchen sowas von dringend eine Aushilfe. Also ihr Neumanns, ja? Ihr seid... Ja, eine Familie, wissen wir. Mensch, jetzt sag doch ja. Boris? Entschuldigt, dass ich hier einfach so reinplatze, aber ich habe mir Sorgen gemacht. Es ist okay, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Was ist denn passiert? Das ist nur eine kleine Wunde. Musste genäht werden. Naja, Jascha ist mit dem Obstmesser gestürzt und hat sich selbst verletzt. Aber die Wunde ist zum Glück nicht sehr tief. Ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Da muss man vorsichtig sein. Schatz, ich hole dir was Frisches zum Anziehen, ja? Ich kümmere mich um Jascha. Dann komm, setz dich erst mal. Du kannst natürlich so lange wie nötig frei machen. Dir wird deine Schichten übernehmen. Wie nett von Gio. Ja, wir sind ein Team, wir halten zusammen. Geht's? Und was sollte die Scheiße? Warum haben sie mir das Video geschickt? Das ist eine Präventionsmaßnahme zu deinem eigenen Schutz. Zu meinem eigenen Schutz? Mann, ich komme vor Gericht, wenn sie das dem Bullen erzählen. Das hat sie schon. Das macht aber nichts, das ist nicht glaubwürdig. Das Video existiert nicht mehr. Jetzt? Es war doch auf ihrem Handy. Ersparen wir uns die Details. Wichtig ist, dass die Kleine aus dem Verkehr gezogen wird. Und dafür müsst du deine Geschichte mit dem Obstmesser an ihre anpassen. Moment. Was meinen Sie damit, dass sie aus dem Verkehr gezogen wird? Na ja, Körperverletzung, Drogen,
Mal sehen, da kann schon ein bisschen was zusammenkommen. Ines soll in den Knast? Hm. Elke, weißt du, ob Jenny morgen den Imbiss übernehmen kann, wenn du beim Zahnarzt bist? Das wolltest du doch machen. Ja, ich weiß, aber jetzt muss ich nachmittags auf die Baustelle, weil die da Beton geliefert bekommen. Ja, und die haben keine Männer, alles ist unterbesetzt. Was soll ich machen? Rate mal, wer noch? Hey, ich kenn das Lächeln, ja. Ich weiß genau, was du denkst. Mhm. Aber ich sag dir, das packt Daniel nicht. Woher willst du das denn wissen? Weil ich den oft genug Hacke erlebt habe. Und wir haben massenhaft Bier hier in der Kühlung, verstehst du? Mann, die letzten Male hat er nur Wasser getrunken, das weißt du genau. Wenn der einen Flitz kriegt, dann zieht er hier eine ganze Palette Küstenneben durch und legt sich pennen. Ach, so ein Quatsch. Oder beklaut uns im Suff. So ein Alki, dem ist alles zuzutrauen. Ey, aber doch nicht Daniel. Außerdem ist ja kein Alki mehr. Natürlich. Immer Säufer, immer Säufer. Hallo. Was du gerade sagen? Ja, ich kann damit umgehen. Hm. Hallo, bitte. Mikey, nein. Hm? Lass es uns doch versuchen. Ein einziges Mal, Ja, und wenn es nicht hinhaut? Das ist natürlich meine Schuld. Du darfst mir mein ganzes Leben lang vorhalten. Jeden verdammten Tag, wenn du willst. Und das ist meine gute Idee. Hm. Okay. Unter einer Bedingung. Erzähl. Darf ich fragen, warum Sie mich sprechen wollten? Ines Fischer. Sie kennen sie? Ja, meine Halbschwester. Frau Fischer sitzt bei uns auf dem Präsidium. Sie bezichtigt sie der versuchten Vergewaltigung. Möchten Sie sich dazu äußern? Wie geht es, Ines? Das ist Ihre Antwort? Okay. Sie streiten die Tat also nicht ab? Ach, doch, klar. Ich meine, keine Ahnung, warum Ines das gesagt hat, ja? Mann, sie ist meine Halbschwester. Bin ich krank oder was? Gut. Frau Fischer lügt also. Ja, klar. Was denn sonst? Dann stimmt es wohl auch nicht, dass Sie heute hier mit Ines verabredet waren und es dann zum Streit kam, bei dem Sie verletzt wurden. Herr Brock? Entschuldigung, wer hat jetzt was gemacht? Zu kompliziert? Gut, dann noch mal ganz langsam. Frau Fischer hat eingeräumt, Sie in Panik mit einem Dolch verletzt zu haben. Auslöser für Ines angespannten Zustand war angeblich ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Sie, Herr Brock, versuchen, Ihre Halbschwester zu vergewaltigen. Was? Jetzt erfahre ich von Ihnen, Sie haben eine Stichwunde. Dieser Teil der Geschichte scheint offenbar zu stimmen. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rest, Herr Brock? Siehst gut aus. Ja, wie ein Neumann. Also verdammt gut. Also ohne Bart finde ich noch besser, aber... Danke für den Job. Nein, wir danken dir wirklich. Wir brauchen dich. Echt. Stimmt's? Hm? Ja, klar. In der Familie und unter Kumpels hilft man sich. Das ist so was wie ein Neumannsches Gesetz. Okay, gibt's da noch mehr von diesen Neumenschengesetzen? Ja. Kauft deiner Frau einmal im Monat Blumen? Ach, siehst du, das kann ich nachher nicht. Ah, will? Nee. Das Wichtigste ist aber, der Imbiss wird nicht abgefackelt. Ja, das ist das oberste Gesetz. Okay, check. Ein Obstmesser? Ja, das liegt da immer auf dem Tisch. Klar. Bei wem auch nicht. Und in Apfelbeißen ist nicht so Ihr Ding? Ich schneide die halt immer auf. Wo ist das fucking Problem da? Also weiter. Sie sind gestolpert? Ja. Über die Teppichkante da. Die steht manchmal hoch. Ja, und ich hatte das Messer noch in der Hand. Und dann bin ich rübergefallen und was im Bauch. Klassischer Haushaltsunfall. Nehmen Sie doch mal meinen Stift und zeigen Sie mir, wie Sie gefallen sind. Was soll das denn jetzt? Probieren Sie es einfach mal. Die Spitze, die zeigt irgendwie immer vom Körper weg. Ganz intuitiv.
Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch andersrum gehalten. Die Klinge in der Hand. Kann natürlich auch sein. Mein Stift, bitte. Danke. Was ist das jetzt? Eigentlich ja. Ich habe noch eine ganz kleine Frage. Warum hat Frau Fischer angegeben, sie mit einem Dolch verletzt zu haben? Keine Ahnung, haben Sie den Dolch gefunden? Nee. Aber das ist eine interessante Reaktion. Wie bitte? Sie fragen gar nicht nach dem Grund für Ines Aussage, sondern nach einer Waffe, die es Ihren Angaben zufolge doch gar nicht gegeben hat. Wir machen jetzt Folgendes. Wir untersuchen Ines Kleidung und Fingernägel auf Blutspuren. Sie stimmen doch sicher im Abgleich zu. Klar. Ines war auch hier. Ach so, als Sie hier gestolpert sind? Ja. Nein, danach. Und sie hat auch auf die Wunde gedrückt, weil es so krass geblutet hat. Frau Fischer hat Ihnen also geholfen? Ja. Aber nicht den Notarzt gerufen? Sie dachte, es ist nicht so schlimm und dann ist sie halt gegangen. Obwohl in ihrem Bauch ein Obstmesser steckte und es krass geblutet hat. Herr Brock, warum kürzen wir das Ganze nicht ab und Sie sagen mir einfach die Wahrheit? Sie sind weder hier über die Teppichkante gestolpert, noch ins Obstmesser gefallen. Ich will nicht, dass Ines in den Knast kommt. Sie ist meine Halbschwester und ich mag sie. Und warum hat Ihre Halbschwester zugestochen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, okay? Auf jeden Fall habe ich nie versucht, sie zu vergewaltigen. Das ist die Wahrheit. Nick und ich, wir müssen jetzt zum Großmarkt. Können wir dich eine Stunde alleine lassen? Hm? Wir verlassen uns auf dich. Ja, doch. Abflug. Wird schon. Daniel, schaffst du. Okay. Warte mal. 4 Euro kriege ich noch von dir. Was wollt ihr? Pommes? Was darfst du sie sagen? Ach, schön. Bist du nach vorne? Ich hätte gern Bier. Zwei. Oh, fuck. Dann erstmal vielen Dank. Wir melden uns dann bei Ihnen. Ah, Frau Brock nehme ich an. Ja. Und Sie sind? Hauptkommissarin Emma Berger, Kripo Berlin. Freut mich. Polizei. Was ist denn passiert? Es liegt eine Anzeige gegen Ihren Sohn vor. Jascha? Mann, Ines hat irgendeine Scheiße gequatscht. Ines, geht's vielleicht ein bisschen genauer? Von wegen Belästigung. Der genaue Vorwurf lautet versuchte Vergewaltigung. Was? Ich habe nichts gemacht, ja? Wir ermitteln noch in der Sache. Ich muss leider. Wiedersehen. Versuchte Vergewaltigung? Hast du doch gehört, das sagt Ines nur. Ja, warum geht Ines dann zur Polizei? Ich weiß es nicht. Wir waren im Club, wir haben gefeiert. Alles ganz entspannt. Sogar ihre Freundin war dabei. Vielleicht ist sie auch einfach nur sauer, weil ich keinen Bock mehr habe, Fotos von uns zu posten. Mann, ich habe nichts gemacht, ehrlich. Ich hätte es gern getrunken. Und 5 weitere. Warum? Was hätte das Bier dir gegeben? Vielleicht hätte es dir auch etwas genommen? Was? Sag du es mir. Dunkelheit. Ja, gutes Bild. Was ist die Dunkelheit? Wo kommt sie her? Keine Ahnung, sag du es mir, du bist der Therapeut. Das ist deine Dunkelheit. Pass auf, das Unterbewusstsein ist wie ein großes Haus mit einem Keller. Da ist richtig finster. Und wir beide wollen da zusammen hinabsteigen. Ausmisten. Und dafür müssen wir überall Licht machen. Schalter für Schalter. Sonst fliegt die Sicherung raus. Ja, genau.
Der Tag heute im Imbiss, das waren vielleicht 2 Schalter zu viel. Das hat aber nichts mit Schuld oder Scheitern zu tun. Okay? Ich weiß nur, dass ich dich will. Und du mich doch auch. Hä? Einfach abzauen, hier Räte anzulassen? Tut mir leid, ich hab Panik bekommen. Denkst du, was wir hatten, als sie alle voller Qualm war? Ja, die Leute haben schon gedacht, wir müssen die Feuerwehr holen. Das war so knapp, war das. So ja, knapp. Ja, ja, ja. Und das war scheiße. Das kommt nicht wieder vor. Nee, kommt's nicht? Du bist gefeuert. Hey, Mike. Sie holen Ines aus dem Knast sofort. Ich melde mich gleich wieder. Jascha, was soll der Auftritt, hä? Ich lasse ihn es nicht hängen. Oh, das ist aber nobel von dir. Ist auch über die Konsequenzen nachgedacht? Hab ich. Na dann, dann sehen wir uns im Knast wieder. Ach ja, Besuchszeit ist übrigens alle paar Wochen einmal. So weit wird es nicht kommen. Denn sie werden sich was einfallen lassen. Ich? Habe ich da was an den Ohren? Sie haben mich schon richtig verstanden. Die Sache ist die, Sie wollen was von meiner Mutter. Und ich will Ines aus dem Knast haben. Die praktischen Details überlasse ich Ihnen. Du versuchst allen Ernstes, mich zu erpressen? Sie können das nennen, wie Sie wollen. Also, was Sie mit meiner Mutter machen, das interessiert mich im Dreck. Dafür helfen Sie Ines und lassen uns in Zukunft in Ruhe. Sonst was? Ich bin Melissas Sohn. Hm? Ein Wort von mir reicht und Sie sind für sie gestorben. Für immer. Takes.